Hallo, hi. Vielen Dank, hallo, hallo, hallo. Ist das ungewohnt? Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Hi. Gut, vielen Dank. Ja, ich bin heute mit dem Auto angereist hier. Und ich weiß nicht, irgendwie immer, wenn ich im Auto sitze, muss ich so an meine Fahrschulzeit denken. Weil in der Fahrschule, in der Theorie, gab es immer eine Frage, die war so dumm. Da wollten Blinder die Straße überqueren. Und du hattest drei Möglichkeiten. Anhalten, verlangsamt weiterfahren und Blickkontakt aufnehmen. Und das war der Moment, in dem ich mir gedacht habe, es macht mich traurig, was für Menschen in Deutschland Auto fahren dürfen. Aber ich habe auch dieses BF17 gemacht. BF17 ist mittlerweile ein Begriff, oder? Begleitendes Fahren ab 17 hat sich durchgesetzt. Und sind wir mal ehrlich, BF17 ist geil. BF17 ist eine tolle Erfindung für den 17-Jährigen. Für die Begleitperson ist es eine fucking Katastrophe. Weil stellt euch mal vor, da fährt jemand deinen 55.000 Euro Audi, während du hilflos nebendran sitzen musst. Und dieser jemand ist vor 2 Jahren noch mit einem Fahrrad gegen eine Laterne gefahren, weil er Pokémons gefangen hat. Also ich finde, BF17 ist wirklich eine gute Erfindung. Aber ich finde, wir sollten die 17-Jährigen direkt alleine fahren lassen. Weil in den USA geht es doch auch, die Begleitperson ist da, um Fragen zu beantworten und Hilfestellung zu leisten. Aber sind wir mal ehrlich, die 17-Jährigen kommen direkt aus der Fahrschule. Weißt du, die haben es drauf. Die Begleitperson hat meistens über 10 Jahre ihren Führerschein. Ich bin damals mit meiner Mutter durch die Gegend gefahren, habe ihr die Verkehrsregeln erklärt. Hier ist Überholverbot für LKW über 7,5 Tonnen zwischen 22 und 6 Uhr. Hier ist Gefahr von Wildwechsel auf den nächsten 2 Kilometern. Das ist eine rote Ampel. Ja. Aber dann kam wirklich der Moment, da wusste ich nicht mehr weiter. Und da habe ich meine Mutter gefragt. Da kam Zebrastreifen und da standen 2 Taubstumme. Und die haben sich in Gebärdensprache unterhalten und die haben uns nicht gesehen. Und ich gucke meine Mutter an und frage so, ey, was soll ich jetzt machen? Und sie guckt mich an, zuckt mir den Schultern und sagt, hupen. Nee, aber Fahrschule ist ein gutes Thema, weil das erinnert mich auch immer an die normale Schule und gerade so die Abiturzeit. Und ich fand es gerade im Abi voll spannend zu sehen, was alle so machen nach der Schule. Manche machen eine Ausbildung, manche ein Studium. Ey, und wisst ihr, wie viele so ein verkacktes Jahr in Australien machen? Ich kann's nicht mehr hören. Ich gehe ein Jahr nach Australien und erfülle mir meinen Traum vom Halt die Fresse, Lisa. Weißt du, sie sollen ja machen, was sie wollen. Also das stört mich ja nicht, aber sie sollen mich damit nicht nerven. So, sie sollen nicht tun, als wäre es was Geiles, was sie alle 5 Minuten in ihrer Insta-Story heucheln. Weil BF17 ist doch eigentlich so gedacht, du gehst in dieses Land, um dir da das Geld für diese Reise zu verdienen. Aber es ist voll der Bullshit. Nimmst du allein die Flugtickets, die ersten paar Tage Unterkunft und die Verpflegung zusammen, müsstest du schon ein Jahr lang worken, um das ganze Geld wieder reinzubekommen. Und dann heißt ganz schnell wieder Lisa 19 Travels, Harald 49 Pace. Ja, vor allem auch, ich verstehe das nicht, die tun immer diesen Hype, ich verstehe den Hype nicht, tun immer so, als wäre es was Neues, als hätten sie es erfunden. Brechen wir es mal runter. Work and Travel, du bist ganz weit weg von zu Hause, ackerst den Arsch ab für einen Hungerlohn und abends versäufst du dein Geld. Das ist nichts Neues. Das gab's bei meinem Vater schon. Gut, da hieß es nicht Work and Travel, da hieß es Wehrpflicht. Aber auch so, was für Jobs die da machen. Was für Jobs, ich verstehe, was sind das für Jobs? Die pflücken Orangen auf einer Orangenfarm. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe noch nie einen Australier gesehen, der nach Deutschland kommt und sagt, well, ich komme zum Spargelstechen in die Uckermark. Aber ich kann mich auch noch genau an den Tag erinnern, an dem ich mein Abiturzeugnis bekommen habe. Und ich war so stolz. Ich war so stolz und ich komme nach Hause zu meiner Mutter und sage so, hier Mutter, Abitur 2,0. Habe ich wirklich. 2,0. Sie nimmt es, wirft es in die Ecke,
gibt mir ihr Handy und sagt, ja, ja, ist ja schön, guck mal da. Da war dann ein Bericht, da hat in Belgien auch einer sein Abitur gemacht. Mit 8. Kurze Frage, wieso? Weißt du, ich gehe 12 Jahre in die Schule, acker mir den Arsch ab, der Typ, 2. Vor allem stell dich mal vor, der geht jetzt studieren. Mit 8. Wie sieht es aus in Zukunft? Gibt es jetzt an der Uni Elternsprechtage? Vor allem, egal was er studiert, es wird in jedem Fall witzig. Weil stell dich mal vor, er studiert Medizin und dann steht er irgendwann so im Patientenzimmer mit einem Kittel, der aussieht wie ein Brautkleid. Und dann ruft er sich so die Schwester rein und die Schwester sagt so, was ist denn los? Sie hängen jetzt diese Infusion da an. Warum? Weil ich komme nicht dran. Oder er wird Chirurg und dann steht er irgendwie so einer Not-OP, 4 Stunden am offenen Herzen, auf dem Zahnputzhocker. Oder er geht in die Wirtschaft, wird irgendwie Vorstand in so einem Konzern. Und dann sitzt er abends mit dem Rest vom Vorstand zusammen, alle trinken Whisky, er eine Milch. Und irgendwann steht er auf, haut auf den Tisch und sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Wir sehen uns morgen wieder, weil es ist nach 8 Uhr, der Sandmann war schon da. Aber am Ende von dem Bericht kam er tatsächlich raus, er ist sich unschlüssig, wie viele junge Leute heutzutage. Und deswegen gönnt er sich eine Auszeit nach dem ganzen Stress. Und diese Auszeit macht er in Australien. Ihr wart super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.